Ich bin niedergelassener Neurologe in einer Praxis in der Hamburger Innenstadt und betreue schwerpunktmäßig Patienten mit einer Myasthenie. Die Behandlung erfolgt langfristig und umfassend, weil ich Teil eines kooperativen interdisziplinären Myasthenie-Zentrums bin, zusammen mit der Asklepios-Klinik Barmig, in der die Patienten bei Bedarf, abhängig vom Schweregrad, überwiesen werden und dort dann weiter betreut werden können, anschließend dann wieder zu mir in die Praxis zurückkehren können, um dann die Behandlung fortzusetzen.